So, meine lieben, netten Palianer, Trodianer, willkommen hier zurück zu Palia. Endlich haben wir mal wieder hier ein bisschen Stoff. Und das ist nicht gerade wenig, was wir hier haben. Und ich muss gleich erstmal noch was erklären. Ich habe ja gesagt, ich habe offscreen ein bisschen aufgenommen. Und das muss ich natürlich dann auch erklären, was ich da offscreen genau gemacht habe, weil ansonsten ist es ja ein bisschen doof. Ja. Nämlich mit der Tastenkombination hier, die ich mir extra festgelegt habe, und das zeige ich euch mal. Ihr geht unter Einstellungen, geht unter Steuerungseinstellungen, Tastenbelegung. Und dann habt ihr hier unten Aufträge ein- bzw. ausblenden. Müsst ihr leider selber belegen. Und dann kommt ihr hier rein. So, und dann habt ihr jetzt hier Geschenke erfüllen. Und Aufträge abgeben. Und um diese Geschenke zu erfüllen, damit ihr das machen könnt, ist eigentlich auch ganz simpel. Ja. Ihr müsst es in der Tasche haben. Das ist der Casus Knactus. Ihr müsst es in der Tasche haben. Alter, 12 Stück. Ah, will ich jetzt Stoff verarbeiten? Eigentlich schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir so. So, dann machen wir hier die Samen. Das sind die, die natürlich am längsten brauchen. Zwei Samen habe ich wieder rausbekommen. Das ist gut. Aber ich habe ja auch Möhrchen bekommen, ne? Dreimal. Und die Möhren kann ich dann sogar verkaufen, ne? Ja, schön. So, was aber vielleicht noch ganz wichtig wäre, gleich noch zu erzählen, das machen wir aber gleich. Und zwar zu den Aufträgen. Ich kann ja jetzt rein theoretisch an meinem, an meiner Vorbereitungsstation, also eigentlich an meinem Schneidebrett, könnte ich ja jetzt, ich sag mal, ach komm, alles herstellen, bloß mir fehlen Tomaten. So, und wenn ich dann Tomaten anfordern möchte, ja, und da kommt nämlich der Knackpunkt hinzu, dann funktioniert das nicht, weil Tomaten kann man nicht auswählen. Also man kann sich anscheinend kein Gemüse zuschicken, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, aber ist dann halt leider so. Also Gemüse müsst ihr immer noch selber anbauen. Ein Stein gefunden, yay. Interessantes Muster. So. Und ein Kupfererz. Schön. So, dann machen wir jetzt erstmal die zwei und gehen jetzt hier auf dann gehen wir auf die drei und machen das. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt auf die Gießkanne. Die ja relativ voll ist. So. Ja, es macht damit immer mehr Sinn.
Oh, ich habe alles gegossen. Yay. Nice. Das mit einer Fuhre Wasser. Das finde ich gut. Also, ich zeige euch jetzt gleich nochmal, was ich meine. Wir wollen jetzt als Beispiel hier was kochen. Und ich sage, hey, ich hätte gern Tomaten. Schaut hin, hier gibt es leider keine Tomaten. Weil ich sie anscheinend selber noch nicht gepflanzt habe oder geerntet habe. Wie auch immer. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber ja gut, dann ist das leider so. Ashura, was hast du denn? Ja, und ich habe noch, wie heißt es so schön? Die Holzfällerei, beziehungsweise das Förstern fertig bekommen. Und ich bin so stolz darauf, wie weit deine Fähigkeit in der Nahrungssuche in so kurzer Zeit gekommen ist. Du erinnerst mich ein wenig an meinen Sohn. Er war im Haushalt so hilfreich, dass meine Frau und ich immer dachten, er würde sich mit dem Bau befassen. Naja, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, sollten Sie im Gasthaus vorbeischauen. Ich kann Ihnen beibringen, wie Sie ein neues Sägewerk bauen, das Ihren neuen Fähigkeiten entspricht. Das ist super lieb von dir, Ashura. So, aber jetzt erstmal, den Rest kann ich verkaufen und das gibt nämlich massig Geld. Das sind 991, das ist schon mal eine Menge Holz, ne? So. Hier habe ich eigentlich das Kupfer drin, ne? Genau. Ich das erstmal dazu packen. Da habe ich den Stein, der kann verarbeitet werden, wenn ich noch einen zweiten Stein habe. Das arbeitet hier alles und hier habe ich halt ganz normal meine Sachen. Sachen drin, an die ich halt nur zu speziellen Zeiten rankomme. So, hier ist soweit eigentlich alles erledigt. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur auf mein Geld warten. Dann gehen wir einfach mal raus. Und schau mal. Schön ist, dass wir jetzt weniger Leute in der Warteschlange haben. Kommt halt auch drauf an, wann man wie, wo, zu welcher Zeit spielt. Und die Frage ist auch, inwieweit sie hier die Welt noch erweitern werden. Was ich aber herausgefunden habe, ist, liebe Leute, es wird hier niemals, und das ist die Aussage der Entwickler, und ich wieder betone das gerne nochmal, niemals haben die Entwickler vor, hier irgendwie Gewinn zu machen mit Vorteilen. Ja, nur durch Kosmetik wollen sie Gewinne erwirtschaften. Das heißt also nur durch diesen, ich sag jetzt mal, Ingame-Shop mit irgendwelchen Klamotten. So, jetzt ist es ja so. Dass manche trotz alledem immer noch sehr negativ dagegen abgeneigt sind. Ich würde sagen, es ist akzeptabel. Ja. Ich stelle mir zwar dann die Frage, wie wollen sie das wirtschaftlich alles machen? Also so für mich persönlich. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung und sage mir, gut, wirtschaftlich würde ich sagen, ist es eigentlich eine Katastrophe. Aber sie sind davon sich selbst überzeugt, dass das definitiv funktionieren wird. Und ja, dann geben wir ihnen doch die Chance, oder? So, wir müssen also zu ihm hier. Adru. Mit dem müssen wir reden. Halt, mein Inventar ist schon wieder komplett durcheinander. Was soll denn das? Du sollst dahin. Du kannst dahin. Du kannst dahin. Du kannst dahin. Und du kommst dahin. Genau. Badru, du wirst wahrscheinlich hier irgendwo rumhängen. Ja, da wo auch Ashura ist. How are your crops doing? Da ihr Interesse an der Gartenarbeit wächst, dachte ich mir, dass ich auch meinen Shop-Auswahl erweitern sollte. Ha. Das könnte natürlich schon mal geil sein, ne?
Eigentlich hätte ich lieber gerne noch ein neues Feld gehabt, aber... Nee, es lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich nicht. Ich weiß einfach nicht, auf wen ich bei der Abendrückgabemeisterschaft heute Abend wetten soll. Ashura tritt gegen Sifu an. Wer denkst du wird gewinnen? Ashura hat ein Herz. Du hast recht. Sifu mag die rohe Kraft haben, aber Ashura hat die Technik. Call me an orange, cause I'll see you around. Nimm mich Orange, denn ich sehe dich hier. Ah, Reed. Mit Reed wollte ich reden, denn ich bin blöd. Hier ist die herzhafte Gemüsesuppe. Die brauche ich doch. Hallo, du. Mit meiner Gemüsesuppe kann man zwar nie etwas falsch machen, aber ich kann auch den Fischeintopf empfehlen. Ich könnte dir ja zusätzliche Stärkung verleihen, die du brauchst, um den perfekten Fang an Land zu holen. Stop by again soon. Good to see you again. Hey, anscheinend bist du wieder hier, um mir auf den Geschmack gekommen. Kluge Entscheidung. Zum Glück habe ich immer einen oder zwei Fläschchen Suppe zur Hand. Das Gericht der Woche ist meine weltberühmte Gemüsesuppe. Sie ist schon seit 8 Wochen am Stück des Tagesgericht des Gasthauses. Und das liegt nicht nur daran, dass es eines der wenigen Dinge ist, die ich zubereiten kann. Hier, warum probierst du nicht mal? Geht aufs Haus. Und, was denkst du? Einfach köstlich. Ja, wirklich? Das ist eine Erleichterung. Manche finden meinen Ansatz, Salat als einziges Gemüse in einer Suppe zu verwenden, ein bisschen umstritten. Aber ich bin froh, dass sich das alte Sprichwort am Ende bewahrheitet hat. Mit heißem, durchweichten Salat kannst du nichts falsch machen. Trotzdem habe ich einige Beschwerden von unseren Stammgästen bekommen. Sie haben mich angefleht, etwas buchstäblich alles anders zu machen. Aber ich weiß es nicht. Keine anderen Rezepte sind mir wirklich aufgefallen. Und Kaleri lässt mich seit dem Bulabes-Zwischenfall nicht mehr in die Bibliothek. Hey, meinst du, du könntest sie fragen, ob sie irgendwelche Kochbücher hat? Vielleicht bekomme ich ein paar neue Inspirationen. Good talk. Halt, warte mal, konnte ich sowas... Try my world famous soup? Du hast es nicht von mir gehört, aber Zeki mag Elritzern sehr. Vielleicht gibt es unter vielleicht gilt das unter Grimalkin als Spezialität. Alright, break's over. Esche. Hier ist Esche. Sie steht da einfach so rum. Ein weiterer Mensch. Dieses Dorf wird praktisch überrannt. Du willst doch sicher mit mir über die Beschaffung einer Baugenehmigung reden, hä? Huh? Tja, jeder will irgendetwas. Ich will die Kronjuwelen von Aquindo besetzen, aber du siehst mich nicht in einer Tiara herumstolzieren, oder? Wenn dir jemand ein Händchen halten soll, dann sprich mit einem begriffsstutzigen Ehemann. Bitte stör mich nur, wenn es wichtige Angelegenheiten zu besprechen gibt. Deine zunehmenden Fähigkeiten haben endlich meine Aufmerksamkeit erregt. Harte Arbeit ist das Rückgrat der palianischen Gesellschaft. Ein guter Bürger verbessert das Dorf mit seinem Talent. Ich könnte wirklich etwas Leder gebrauchen, um ein neues Haus maßgefertigtes Paar Reiterstiefel herzustellen. Leider graut es mir davor, mit Hassian Geschäfte zu machen. Könntest du vielleicht etwas Qualitätsleder besorgen? I'm busy. Figure it out on your own. Ah, ich sollte noch Tomaten kaufen. Delilah, was hast du denn? How are you, dearie? Hallo, Herzchen. Hast du Auni und Nayo gesehen? Als ich ihr Mittagessen fertig hatte, waren sie plötzlich weg. Sei ein Schatz und bring ihnen das hier, bevor es zu dunkel wird, ja? Sure to come back and try me jam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mist, sechs kann ich nur. Ist natürlich doof. Aber dann habe ich jedenfalls, glaube ich, soweit alles. Und vielleicht darf ich ja jetzt das anfordern mit den Tomaten. So, wo ist Nayo? Nayo ist doch da vorne. Mädel, beweg dich doch ein bisschen. Einfach mal sich ein bisschen bewegen, ne? Wäre zu viel, ne? Es ist immer schön, sie zu sehen. Wir haben nicht viele Gäste auf der Farm. Ich habe hier Mittag.
Den Duft würde ich aus der Kilometer Entfernung wiedererkennen. Das ist eindeutig das meiner Mutter. Ich warte morgen so in Eile, ich habe ich wohl vergessen, dass sie was für mich macht. Hm. Ich lange gleich mal zu. In letzter Zeit wird es hier so heiß, dass ich versucht bin, oberkörperfrei zu arbeiten. Als ich das allerdings das letzte Mal gemacht habe, hat mich Esche für Erregung öffentlichen Ärgernisses bestraft. Ich sollte mein Oberteil also lieber anlassen. Come back anytime. Halt, braucht Nayo irgendwas? Nayo. Ein Steinziegel. Und ich habe gerade keinen Steinziegel dabei, ne? Ach, Mann. Ich muss jetzt erstmal schnell zurück und die ganzen Sachen holen, ne? Wartet mal ganz kurz. Hier war doch jetzt Ashura Auni. Pilzspieß für Kaleri. Zwiebelsamen. Oh, einer hat jetzt endlich mal eine Aufgabe für mich. Leder. Ina? Feuerstein habe ich sogar dabei. Was ist das? Ein Steuer? Stein? Okay. Ich muss jetzt ganz schnell zurück, fällt mir gerade auf. Oh nein. Nein. Schnell, bevor es, ich habe ein paar Sekunden Zeit. Das sehe ich ja jetzt erst. Verdammt, ich muss Möhrchen rausnehmen. Sonst kann ich meine Gemüsesuppe nicht machen. Puh, das war knapp. Herstellen. Pilze kleinhacken. Warte, bis einer sich der bewegenden blauen Balkenmarkierung möglichst nahe an der größeren weißen Markierung ist und drücke dann schnell Maustaste. Ja, jetzt müsste das da verschwinden, dann kann ich das auch machen. Danke. Nein, gescheitert. Okay, gedrückt halten. Hey, Erfolg. Herzhafte Gemüsesuppe gekocht. Okay. Das ist doch schön. So, warte mal. Wir brauchen gleich Steinziegel. Fokuspunkte, 150 Fokuspunkte. Ne, es war doch das. So, was brauchte ich jetzt? Ah ja, einen Pilzspieß brauchte ich, genau. Und dann brauche ich einen Stein. So, einen Stein brauche ich. Das läuft alles. Das hier läuft dann auch. Zicki.
Adru. Er hat ein neues Farming-Geheimnis für mich, okay. Und wir müssen jetzt wieder zurück zu Reed. Halt, mein Pilzspieß ist fertig. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, ne? Mein Geld habe ich erhalten. Ich könnte mir jetzt ein neues Feld holen, damit ich die Tomaten pflanzen könnte. Wäre natürlich auch keine dumme Idee, mir noch ein Feld zu holen. Dann kann ich die Tomaten pflanzen. Ich habe ja auch so noch sehr viele Samen. Mal kurz gucken, wo sind die denn alle? Alle da? Okay. Kann ich hier gleich jetzt ein Geschenk machen? Wollt ihr nicht das haben? Ina beklagt sich oft, dass sie ihrem Essen das nötige Aroma fehle. Vielleicht klärt sich die Situation mit ein bisschen Knoblauch. Okay, Gina mag Knoblauch noch. Okay. Ah, Kaleri, genau, Kaleri. Denkst du, du bist bereit, die Geheimnisse zu lüften, die sich in diesen Büchern verbergen? Falsch gedacht. Ah, ich weiß, dass du einen Pilzspieß magst. Ich könnte wohl ein Päuschen vertragen und für ein leibliches Wohl sorgen. Und dieses Gericht ist gar nicht mal so schlecht. Reed hat dich dazu angestiftet, nicht wahr? Der Junge tut alles, um sich aus seiner Strafe herauszuwinden. Ich habe die Flecken immer noch nicht aus der Decke bekommen. Und ich bin insgeheim die Königin von Aquindo. Oh, sehr gut. Du kannst einen nehmen. Und nur eine. Du findest sie im Regal. Und wenn du mir auch nur eine einzige Seite mit Tomatenflecken zurückgegeben wird, bedeutet das lebenslange Sperre für dich. Für euch beide. Illusia, hatte ich was für dich? Or a truth you have yet to discover. Nein. Illusia müsst ihr doch auch was haben, oder? Illusia, Illusia, Illusia habe ich. Ach, die will den Abenddämmer rochen. Ina. Sorry, I was in my thoughts. Feuerstein habe ich dir noch nicht gegeben. Aber sie wollte doch noch was haben. Ich habe doch jetzt das schon mehr erfahren von ihr. Jina, 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 Jina. Ja, Jina. Eine Feuerwurzel? Ich dachte Knoblauch. You haven't seen my mom around, right? Hallo, denke ich. Lass Kaleri nicht sehen, dass du mich ablenkst. Meine Mutter hat der Bibliothek genug Geld für einen neuen Flügel versprochen, wenn ich die gesamte Grundsteuerordnung des Kilimartals in meinen Path Declaration aufsagen kann. Ja, für sie habe ich noch kein Geschenk. Okay. Dessert Koch. Kehre zurück zu Reed. Reed, warte. Dir steckt doch ins Gesicht geschrieben, dass du was im Schilde führst. Ich habe eine Suppe gekocht. Gut, dass sie ihre eigene Gemüsesuppe gemacht haben. Willst du meinen Titel als Suppenmeister beanspruchen, ja? Ich freue mich schon auf die Herausforderung, aber in der Zwischenzeit habe ich eine Kleinigkeit für sie. Was Süßes für die Süßen. Ein Leitfaden zur Zubereitung von Nachspeisen zum Dahinschmelzen. Sieht so aus, als hätte jemand eine Vorliebe für die feineren Dinge des Lebens. Und damit meine ich raffinierten Zucker. Was dagegen, wenn ich die Sweet Tooth nenne? Antworte nicht darauf. Ich werde es so oder so tun. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Hier ist eine Schüssel mit meiner weltberühmten Gemüsesuppe, um meine ewige Dankbarkeit zu zeigen. So, aber mehr kann ich jetzt hier noch nicht holen, ne? Nein. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich eine Menge davon übrig. Stell dir vor. Stop by again soon. Nein, warte, ich hatte Lock. Reed, Reed, Reed. Will der noch irgendwas haben? Oh, das ist immer... Hier durchzuscrollen ist manchmal... Ja, Reed. Er möchte eine Kartoffel. Die habe ich aber nicht.
Ashura hat auch noch was für uns. Ich würde sagen, liebe Leute, das alles. Und, oh, Kane, ich habe hier was für euch. Da, eine Zwiebel. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.